Die ADAC Europa Klassik 2020 ist zu Gast im österreichischen Salzkammergut. Eine besondere Veranstaltung in einer ganz besonderen Region. In diesem Jahr sind wir im Salzkammergut und wir freuen uns hier auf eine wunderschöne Landschaft, auf eine Region, die wir erschließen wollen. Die Kulisse ist herrlich und sogar das Wetter spielt mit. Also wir freuen uns hier auf wunderschöne Tage. Bevor es richtig losgeht, werden die gut 80 klassischen und historischen Fahrzeuge bei der technischen Kontrolle durchgecheckt, um die wichtigsten Funktionen zu überprüfen. Überwiegend sind die Fahrzeuge in hervorragendem Zustand. Es kann aber natürlich bei einer jahrzehntealten Technik immer mal sein, dass irgendwas auch beispielsweise auf der Anreise vorgefallen ist. Und deswegen machen wir einfach dann nochmal eine Augenscheinsprüfung, damit wir einfach die Fahrer da unterstützen. Der anschließende Prolog startet vor kaiserlicher Kulisse vor dem Kongress- und Theaterhaus am Kurpark in Bad Ischl. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir noch mitgenommen worden sind, weil die Strecken sind wirklich sehr schön und der Wolfgangsee, überhaupt das Salzkammergut, ist ja eine tolle Gegend und da freuen wir uns drauf. Und bereits die ersten Kilometer faszinieren, denn die Landschaft überzeugt mit malerischer Kulisse. Vorbei am Weltkulturerbeort Hallstatt geht es nach einer Wanderpause im Museum Fahrzeugtechnik Luftfahrt zum Tagesziel nach St. Wolfgang. Ein mehr als gelungener Auftakt zur diesjährigen Oldtimer-Wanderung.